Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem besonderen Video, wie ihr bereits am Titel erkennen könnt. Und zwar das 22.000 Abo Special. Wuhu! Geile Sache. Erstmal danke und Shoutout an euch alle. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr vorbeischaut, mich abonniert habt. Und ja, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Ich hatte natürlich vor, für die 20.000 Abos was zu machen, aber das ging so schnell, ich hatte keine Zeit. Und dann auf einmal hatten wir schon 21.000 und dann 22.000. Und ja, jetzt besser spät als sie. Komische Zahl, aber 22.000 Abo Special. Und da habe ich eine Videoidee gesehen von einer echten YouTuberin, sag ich mal. Die heißt Annie the Duck. Hi! Komische Stimme, aber richtig krasse Augen, also ends hübsch. Und ja, yeah, die hatte so ein 50 Fakten für 50.000 Abo Special gemacht. Dachte ich mir, mache ich das auch, aber für 22.000 Abos. Ich hatte schon mal so ein FAQ Video gemacht, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Da hatte ich 1.000, 2.000 Abos oder so. Seitdem sind halt einfach 20.000 dazugekommen. Deswegen viele Sachen, die die Hardcore-Fans unter euch natürlich wissen, aber ich nehme mal an, die meisten gar nicht. Fangen wir direkt an mit Fakt Nummer 1. Passend zum 22.000 Abo-Special. Die 22 ist meine Lieblingszahl. Ich habe Geburtstag am 22.02. Fakt Nummer 2 für das Special. Ich laber jetzt natürlich nicht einfach nur so 22 Fakten über mich. Ich habe natürlich auch was für euch. Und zwar ein kleines Gewinnspiel. Sogar mehrere kleine. Aber demnächst auf jeden Fall mehr dazu. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Gewinnspiele. Ich kann jetzt schon mal sagen, einer der Sponsoren ist Card Market. Die haben ein paar Gutscheine bereitgestellt. Das ist so eine Seite rund um Trading Cards. Und da kann man dann Yu-Gi-Oh! Karten, Magic Karten, Pokémon Karten und so kaufen. Ja, und die haben ein paar Gutscheine für euch vorbereitet. Aber dazu demnächst mehr. Folgt mir da auf Instagram, Facebook und Twitter. Da wird das alles verkündet. Fakt Nummer 3. Und das hat was mit Fakt Nummer 2 zu tun. Und zwar Card Market. Früher habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und so habe ich auch mit YouTube angefangen. Gegner Gin hat den getopdeckt, 2-1 ATK ist drüber gelaufen. Ich hatte einen YouTube-Kanal für Yu-Gi-Oh! Und dann ist irgendwann Pokémon rausgekommen und dann habe ich Pokémon gemacht. Aber alles hat angefangen mit Yu-Gi-Oh! Habe es lange Zeit gespielt und jetzt nicht nur so Pausenhof, tralala, weißer Drache, ich beschwör dich, Angriff direkt und so. Sondern echt so Turniere mit den ganzen Jungs, die ihr auch in den Videos seht, Tati, Alex, Dimi und so. Wir waren auf Yu-Gi-Oh! Turnieren, Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft. Okay, für die Weltmeisterschaft hat es nie gereicht, aber ja, YCS zum Beispiel. Und ja, der Channel ging eigentlich auch recht gut ab. Für damalige Verhältnisse, für Yu-Gi-Oh! Verhältnisse. War eine lustige Zeit. Ich kenne auch noch viele Leute von damals, also Yu-Gi-Oh! War ein Großteil meines Lebens. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr früher auch Yu-Gi-Oh! Gezockt habt. Fakt Nummer 4. Ich bin in Deutschland geboren und habe einen deutschen Pass. Fakt Nummer 5. Und das werde ich öfters gefragt. Das war auch im FAQ damals eine der wichtigsten Fragen. Was ist diese Puppe da? Das ist meine Kunst-Abschlussarbeit. Ich hatte Kunst-Englisch-Leistungskurs. Und ja, ich habe dafür 15 Punkte bekommen. Nee, also auf die Arbeit 15 Punkte. Aber gesamt nur 14, weil es gab noch einen Theorieteil. Da hatte ich dann nur 13 Punkte. Und dann gesamt waren es dann 14. Aber ja, Kunstabschlussarbeit, Thema Tattoos, Körperkunst. Fakt Nummer 6, und zwar machen wir weiter mit dem Schulischen. Und zwar habe ich studiert, jetzt nicht mehr, weil viele fragen immer noch, was ich studiere. Ich bin fertig geworden, habe meinen Bachelor gemacht, 2017, Sommer 2017. Und ja, momentan arbeite ich. Studiert habe ich Amerikanistik. Ich wollte schon seit geraumer Zeit ein Video zu Studium machen, ihr wisst es. Wieso Amerikanistik, was ich daran gut finde und gut fand und was ich so empfehlen kann, meine Erfahrungen und dies, das. Das Video ist immer noch geplant und es wird kommen. Das bringt mich zu Fakt Nummer 7. Ich habe eine Weile in Wien gewohnt. Und der Grund war, weil ich dort studiert habe. Das war mein erstes Studium, das habe ich leider abgebrochen. Und zwar war es BWL, Betriebswirtschaftslehre. Wie gesagt, mehr dazu irgendwann mal in einem Studiumsvideo, aber mir hat es nicht gefallen. Die Art und Weise und BWL allgemein. Das war halt so das Typische, was macht man danach. Dementsprechend waren da auch 2.000, 3.000 Leute im Studiengang, weil das halt so die Standardsache war, die jeder gemacht hat. Und ja, so wie es aufgebaut war, hat es mir nicht getaugt. Ich meine, ich hätte es irgendwie durchgezogen, hätte ich schon geschafft und dann hätte ich es halt irgendwie leidend und mit 3, irgendwas wahrscheinlich durchgezogen und dann hätte ich einen schlechten Abschluss da gehabt. Stattdessen habe ich mich dazu entschlossen, irgendwas zu studieren, was mir Spaß macht, wo ich echt Bock hatte, in die Uni zu gehen und ja. Ja, und das mit einem Lächeln dann relativ gut abzuschließen. Random Fact Nummer 8. Mein Lieblingsessen ist Sushi. Ich habe immer Bock auf Sushi, egal wann, egal wo, egal wie. Wenn irgendjemand fragt, was wollen wir essen, ich sag immer Sushi. Oder mir egal. Aber tief
Im Inneren denke ich mir immer Sushi. Dann Fakt Nummer 9. Eine weitere Sache, die ich mag, abgesehen von Sushi, sind Animes. Animes und Mangas. Und ich glaube, das heißt nur Manga und nicht Mangas, aber egal. Ich habe relativ spät angefangen, die zu mögen, mich dafür zu interessieren. Klar, früher als Kind, RTL 2, Pokito, die ganzen Sachen, Standardsachen, die damals liefen. Und dann gab es so eine Zeit, wo das beliebter wurde und die viele Leute dann angefangen haben, Mangas zu lesen, One Piece, Naruto und sowas. Und ja, da habe ich noch gar nicht angefangen. Und dann irgendwann nach der Schule habe ich dann angefangen, bin irgendwie reingekommen, hatte gerade, glaube ich, nichts zu tun. Und ja, habe erstmal angefangen mit Sachen, die ich kannte natürlich. Da habe ich One Piece gelesen, bin dann auf den aktuellen Stand gekommen. Naruto, Conan, Inuyasha, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich auch angefangen, mich weiter auszubreiten und die Manga-Szene zu entdecken. Sachen, die noch kein Anime hatten, von denen ich noch nie was gehört hatte. Mein allererster Manga, den ich gelesen habe, von dem ich davor noch nie was gehört habe, der als Kind nicht damals im Fernsehen lief oder so, war Air Gear. Kann ich übrigens nur empfehlen. Ja, und da hat mich sofort süchtig gemacht. Hab Kapitel nach Kapitel gelesen. Nächte durch am Anfang. Und dann ein Manga nach dem anderen mir durchgezogen. Jetzt bin ich relativ tief drin in der Materie. Wobei jetzt ist es eigentlich Standard geworden. Jetzt liest eigentlich jeder Mangas und schaut Animes. Also ich kenne kaum noch jemanden. Jetzt ist es halt richtig Mainstream geworden. Fakt Nummer 9. Noch eine Sache, die ich mag. Und zwar MMA und allgemein Kämpfen. Wobei Boxen nicht so sehr, aber hauptsächlich MMA und da hauptsächlich UFC, bin ich da zufällig mal drauf gestoßen. Und dann, ja, bin ich auf UFC hängen geblieben. Seitdem bin ich da richtig, richtig krass in der Materie. Und ja, Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov demnächst. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr glaubt, wer gewinnen wird. Mein Tipp, McGregor, aber ich will eigentlich, dass Khabib gewinnt. Aber Tony Ferguson zerstört die beiden. Fakt Nummer 11, ich stehe auf Fighting Games. Habe ich letztens in einem Video erwähnt, wo Evo lief und dann habe ich ein bisschen über Evo geredet. Lefton hat gewonnen in Smash. Also Fighting Games, Evo, hauptsächlich Street Fighter, aber auch Smash, Melee. Smash 4 nicht so unbedingt, aber Smash Melee. Aber allgemein alle Fighting Games, also bei Evo schaue ich mir jedes Game an. Oh man, Silent Wolf. We've seen a lot of force stocks on this stage before. But 45 seconds, Silent Wolf might be down to his last stock. Is he gonna get it before a minute passes? Well, let's see. He's right near the edge. Oh my god! Destruction! That was emphatic. That was amazing. Mortality. Are you watching? Dragon Ball Fighters ist neu. Killer Instinct, Blaze Blue, Marvel vs. Capcom, Tekken. Was gibt's alles? Guilty Gear, KOF, Soul Calibur. Also das feiere ich auch und die ganzen Spieler. Daigo, Justin Wong, Infiltration, vor allem Infiltration, Tokido und. Also Fighting Games, beste. Dann Fakt Nummer 12. Der letzte Fakt zu Sachen, was ich mag. Und zwar fragen mich immer Leute, ob ich noch andere Games zocke. Hauptsächlich eigentlich nur ein Spiel. Und das zocke ich sogar schon sehr, sehr lange. Und zwar ist das Hearthstone. Das zocke ich seit der geschlossenen Beta sogar. Geschlossen. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2011, 2012, irgendwie sowas. Lustige Geschichte. Fakt Nummer 2 oder 3 war das ja. Habe ich erzählt, dass ich Yu-Gi-Oh! Gezockt habe. Und damals irgendwann hat Tati mal ein Yu-Gi-Oh! Deck an meine Facebook-Pinnwand gepostet. Und dann gefragt, hey Hong, wie findest du das? Wie findest du das Deck? Irgendwelche Tipps? Probier das mal aus und so. Was an sich gar nicht schlimm ist. Nur Yu-Gi-Oh! War immer dieses bisschen kindische, dieses versteckte Hobby. Ich habe mich zwar nie dafür geschämt, aber ich habe es jetzt auch nicht jedem auf die Nase gebunden, dass ich Yu-Gi-Oh! Gezockt habe. Vor allem nicht jeden auf Facebook, weil da gibt es ja viele Fremde. Also man ist nicht mit jedem so auf Facebook. Das heißt, viele haben das nicht gewusst, aber ist eigentlich auch egal. Aber ein Kollege hat das wahrscheinlich gesehen, er hat es halt nie gesagt, aber er hat es wahrscheinlich gesehen, weil genau an dem Abend schreibt er mir so, hey Hong, ich habe hier so einen Beta-Key, check das Spiel mal ab, ich glaube, das gefällt dir. Und ja, also er hatte zwei, einen für sich und einen für mich dann. Keine Ahnung, woher er die hatte, weil
Vor kurzem habe ich erstmal herausgefunden, das ist noch gar nicht so lange her, dass sie halt damals richtig viel wert waren. 50, 100, 200 Euro sogar. Also wusste ich gar nicht zu schätzen. Schaut an Musti, danke dafür, Mann. Und ja, ich habe das Spiel abgecheckt, mir hat es gefallen und seitdem zocke ich es beinahe jeden Tag. Fakt Nummer 13. Und zwar spreche ich Koreanisch. Also sprechen in Anführungszeichen. Ich hatte 3 Semester Koreanisch in der Uni. Ich kann das Hangul, ich kann es lesen. Und irgendwann eigentlich will ich es flüssig sprechen können. K-Pop bisschen, aber nicht wirklich viel. Big Bang, Taeyang, G-Dragon. Aber das war's auch schon wieder. So, Fakt Nummer 14. Und eigentlich hätte das viel früher kommen müssen. Aber ich habe mich da ein bisschen verzählt und muss das irgendwie neu anordnen. Fakt Nummer 14. Ich bin Vietnamese. Meine Eltern sind beides Vietnamesen. Ich bin vietnamesischer Landsmann. Shoutout an meine Vietboys da draußen und Vietgirls. Ich spreche Vietnamesisch. Lesen eher nicht so, schreiben auch eher schlecht als recht. Hatte 2 Semester Vietnamesisch in der Uni. Dachte, kann eine leichte Note abstauben. War ganz lustig. Hab ein bisschen Schreiben und Lesen geübt. Ich wette, ihr kennt auch bestimmt einen Vietnamesen. Fakt Nummer 15. Ich habe eine Ex-Deodosen-Sammlung. Man glaubt es kaum, aber ja, es gibt Leute, die das sammeln. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Dosen, Special Editions und irgendwie bin ich da reingekommen. Hab angefangen, die zu sammeln. Bin sogar in ein paar Foren, wo man welche austauscht, weil es gibt echt sehr, sehr seltene, sogar manche, die sehr viel Geld wert sind. Ich habe ein paar Dosen da, die sind 50, 100 Euro wert. Und ja, das ist eins meiner Hobbys. Ich habe das schon lange nicht mehr verfolgt. Muss mal wieder ein paar neue Dosen kaufen, gibt es bestimmt wieder ein paar neue auf dem Markt. Und früher wurde ich sogar sehr oft gefragt, wieso ich so viele habe. Aber ja, das haben so Sammlungen an sich. Je größer die Sammlung ist, desto besser ist eine Sammlung. Fakt Nummer 16, und zwar das Thema Tattoos. Ich liebe Tattoos, habe persönlich noch keins, aber ich bin nicht abgeneigt. Dementsprechend auch das Thema bei der Kunstarbeit. Ich habe ja spaßesweise mal gesagt, wenn ich einen dritten 100er Mewtwo fange, lasse ich mir 2275 tätowieren. Und ja, das habe ich ernst gemeint, würde ich machen, wieso nicht. Fakt Nummer 17, ich habe früher eine Menge Poker gespielt, war sogar halb professionell im Online-Poker, kannte mich da richtig gut aus, Fold Equity, EV, das ganze Zeugs, Hold'em Manager, Ninja Table, heißt das Table Ninja, ja genau so heißt es, Isildur, die ganzen High-Stakes, No-Speed-Games habe ich verfolgt, also nicht gespielt, ich war SMG, Double or Nothing, Turbo, Full Ring, Spezialist. Und ja, dann kam irgendwann Black Friday. Dann dachte ich mir, ja, darauf will ich meine Zukunft nicht basieren. Fakt Nummer 18. Ich sehe gerade beim Bearbeiten, dass ich den Fakt vollkommen übersprungen habe. Und zwar meine Lieblingsserie ist Entourage. Die Serie erzählt von Vincent Chase, der ein aufstrebender Hollywood-Star wird und seine Jungs von früher mitnimmt und die, ja, leben das Leben der Hollywood-Stars. Richtig geile Serie, eine Story über Freundschaft und was ich so feiere ist, dass er halt nie vergessen hat, wo er herkommt. Das führt mich zu Fakt Nummer 19 und zwar mein Abischnitt. Der war ziemlich schlecht und vor allem wegen Poker. Ich habe damals keinen Sinn gesehen, einen guten Abischnitt zu bekommen, weil ich wollte eh irgendwas studieren ohne NC. Da ist es vollkommen egal, ob ich 1,0 oder 4,0 habe. Okay, 1,0 nicht ganz, aber es ist vollkommen egal, ob ich mich jetzt reinhänge und 2,9 oder 2,7 oder so bekomme oder mein Abischnitt war 3,4. Es gab halt keinen Unterschied und ja, in der Zeit habe ich lieber gepokert, weil wie gesagt, ich war echt gut drauf im Online-Poker, habe da echt gut verdient eigentlich und ich habe da echt keinen Sinn gesehen, mich da reinzusteigern, um 0, irgendwas besser zu werden, weil ich habe irgendwas studiert ohne NC. Das war der Plan von Anfang an und ich bereue nichts. Und ich kann nicht fassen, dass irgendjemand das Abi nicht schafft, weil ich war so schlecht. In den Abi-Prüfungen 2 Fünfer gehabt. In Mathe und Ethik mündlich. Und trotzdem habe ich das Abi bestanden. Also random Fakt Nummer 20, weil mir nicht viel mehr eingefallen ist. Ich bin Münchner, ich komme aus München und habe auch in nächster Zeit nicht vor, hier irgendwie wegzuziehen. Fakt Nummer 21 und der vorletzte. Ich schlafe sehr wenig. Hauptsächlich, weil ich viel zu tun habe. Videos hochladen, nach der Arbeit, dies, das. Aber seitdem ich den Film In Time mit Justin Timberlake gesehen habe, ja, seitdem schlafe ich auf jeden Fall viel weniger. Will das meiste aus meinem Leben machen. Im Hinterkopf habe ich jetzt immer den Gedanken, dass Schlafen Zeitverschwendung ist. Klar, wenn es nicht anders geht, wenn der Körper erschöpft ist, dann höre ich auf ihn und schlafe. Versuche auch eine Menge Sachen gleichzeitig immer zu machen, weil ich immer denke, sonst ist Zeitverschwendung. Das führt mich zum letzten Punkt, Fakt Nummer 22, das Beste aus seinem Leben machen. Deswegen
überlege ich mir, YouTube Vollzeit zu machen. Mein Hauptjob momentan vielleicht nebenjobmäßig, teilzeitmäßig zu machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schau mal, wie sich das entwickelt, aber ich tendiere sehr stark dazu. Ich meine, wenn man einmal den Gedanken hat und wenn einmal das Herz sich darauf fokussiert, dann ist es schwer. Und ich glaube, ich würde es bereuen, wenn ich das, die Chance nicht nutzen werde und meinen Traum nicht verfolgen würde. Also es ist eigentlich nicht mein Traum, aber das hat sich zu meinem Traum entwickelt und ich glaube, ich würde es auf jeden Fall bereuen, wenn ich diesen Schritt nicht wagen würde. Aber mehr dazu demnächst. Das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn ihr mich weiterhin so krass unterstützt. Ich kann mich nur bedanken bei euch. Ihr seid die Besten. Und hoffentlich wird es noch eine geile Zeit. Wisst ihr, was eine geile Zeit. Und auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Wir sind auf jeden Fall noch nicht an unsere Grenzen gestoßen. Ich habe euch auf jeden Fall noch nicht mein ganzes Potenzial gezeigt. Die Videos werden auf jeden Fall krasser und besser. Und ja, wir haben unseren Spaß. Hoffentlich demnächst das 50.000 Abos Special. Aber bis dahin, wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vor allem für die Gewinnspiele demnächst. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.